Und damit willkommen bei einem weiteren Spiel zum Sonntag. Heute BC Bowling. Ja, SpongeBob, hol bitte nicht so weit nach hinten aus, sonst sieht man da unten mehr, als dir lieb ist. Ich weiß, ich habe eine Woche Auszeit genommen, aber ich wollte nichts Großes starten vor der nächsten Aufnahme am Wochenende. Mehr wird noch nicht verraten. Allerdings habe ich hier zwei Sonntagsfolgen nachzuholen und heute mal wieder ein SpongeBob-Game, ne? How to play. Also, SpongeGar loves to bowl. Heavy Ball. Also mit links und rechts. Genau. Ja. Oh, hier sind noch besondere Punkte. Starfish und Jellyfish. Das kenne ich doch noch von. Oh, dem Shuffleboard-Game, glaube ich, ne? Ja. Ich werde es schon irgendwie verstehen, so. Also, ich kann dich nicht nach links und rechts bewegen. Das ist ein hervorragender Start. Was? Was? Die Eingabe war um locker 10 Sekunden delayed. What the fuck? Okay. Ich befürchte, es läuft nicht allzu flüssig. Ah ja, ich hab's jetzt einigermaßen raus, vielleicht. Es scheint, dass ich mich nicht nach links und rechts bewegen kann, aber zumindest weiß ich jetzt, wo ich nicht hinklicken muss. Yeah. Oder warte, ich hab noch eine Idee, ich hab noch eine Idee. Kann ich die Kugel steuern? Ha. Ich bin an dem Fall dran. Und SpongeBob. Entschuldigung, SpongeGar, das ist nicht SpongeBob, das ist hier ein Vorfahr, ja. Kann ich die Kugel mit links und rechts und nicht SpongeBob? Das wäre natürlich der Schlüssel. Also, was auch immer ich mache, es funktioniert zumindest etwas. Ist besser als vorhin, ja. Es sieht ganz gut aus, ich hab's jetzt raus. Ja, ich glaube sogar, dass ich das vor einigen Monaten schon mal aufnehmen wollte und dann auch Probleme mit der Steuerung hatte und dachte, das Spiel ist broken, ich muss es gar nicht machen. Aber hey, jetzt geht's ja einigermaßen. Wie heißt du nochmal Putter, ne? Ja, das war sehr gut, aber ich krieg doch Quallenpunkte, oder was? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ja, die sagen, mein Gott, ich wollte doch gar nicht. Ich habe nicht gesehen, dass SpongeBob die Animation gemacht hat. Ich wollte doch gar nicht losrollen. Das Spiel ist doch kaputt, glaube ich. Verdammt nochmal. Jetzt bitte in die Mitte. Hat nicht gereimt. Bitte in die Mitte. Yeah. Ja, dieses Geräusch wird mir auch gar nicht auf die Nerven gehen. Was Pata da die ganze Zeit macht. Dieses Holz, was dann quer eine Menge mitnimmt, ist auch nicht schlecht. Das ist so weird. Ich dachte, man kann SpongeBob nach links und rechts bewegen, aber wohl nicht. Ja, ich sag wieder, SpongeBob ist auch scheißegal. Ich mach's mir nur unnötig kompliziert, das zu kommentieren, wenn ich jetzt immer vorher überlegen muss, ob ich SpongeBob oder SpongeGar sage. Ich wusste nicht, dass man Autohupen in der Steinzeit hatte. So keine Autohupe, dafür war sie viel zu cartoonig, ne? Also, wie kriege ich das jetzt noch weg? Wow! Ich hab den Bogen raus! Also, das hier ist ja jetzt gleich vorbei und dann im zweiten Durchgang werde ich dann ja wohl ordentlich abräumen. Das wollte schon jetzt dann los, oder? Ich habe eigentlich schon alles gedrückt, was man machen kann. Oh, shit. Dieser Sound von Patrick. Oh, oh nein, oh Gott. Oh. Ja, ist kein Grund zu heulen. Ich weiß, dass das nicht schön... Oh, das Feuer, das Feuer. Bitte alles wegbrennen. Nein, fick mich. Oh mein Gott. Ah, das Feuer ist noch da. Mein Mauszeiger war da drüber, deswegen konnte ich es nicht sehen. Das Feuer ist noch da. Zweite Chance, Baby! Du
natürlich. Wo ich dieses Ultra-Power-Up habe, was alles sofort verbrennen kann, treffe ich es nicht. Selbstverständlich. Oh. Was war denn da los? Ja, na klar, jetzt der Strike danach. Ich kann mich nur für das Verhalten dieses Seesterns entschuldigen. Ja, du kannst gerne noch 30 Minuten die Kugel da anstarren. Oh mein Gott, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Boogie, boogie, boogie. So los. Ich möchte dich treffen. Nein, SpongeBob durchgefallen. Oh. Mrs. Puff aus der Steinzeit war nicht zufrieden. Okay. Ja, für 70. Gut, ich hoffe, jetzt kann ich es verinnerlichen. Ich mach doch schon, ich drücke und tue und SpongeBob will nicht werben. Der Arsch. Okay, ich kann's doch nicht. Ich drücke. Ich drücke. Einfach geradeaus, bitte geradeaus. Jawohl. Naja. Nur nochmal. Ich wiederhole das jetzt, oder du bist der erste Move geil ist. Ja, okay. Also falls man die Steuerung einigermaßen beherrschen würde, könnte man hier wahrscheinlich jedes Mal so locker den Strike werfen. Das sieht mir so aus, als ob das ohne Probleme möglich wäre. Ja, SpongeBob, ich weiß, das ist faszinierend. Das ist auch nicht die Kugel der Verwirrung. Muss da nicht zu. Das kann nicht wahr sein, ne? Ich hatte den einigermaßen guten Run, wo nicht so viel schief gegangen ist, aber jetzt hätte ich schon wieder nicht raus daran. So ein Mist. Ich hab wieder resettet. Ich verstehe auch nicht, warum er jetzt wieder nichts macht die ganze Zeit. Vorhin hat er es doch auch relativ zügig gemacht. Ey, scheiße. Nö, nein. Okay, Feuer, los, Feuer. Jetzt macht das wieder von selbst! Es ist broken, es ist sowas von broken, Mann. Nee, komm, letzter Versuch jetzt. Letzter Versuch von Anfang an. Leertaste. Ja, das war wieder geil! Warum kann's ja nicht jedes Mal so sein? Ah, Mensch. Oh, los, Feuer. Ich will einmal wieder das Feuer machen. Los, bitte. Ich drücke die ganze Zeit einfach nur Kerzen gerade dahin. Ja. Okay, den Run werde ich jetzt durchziehen bis zum Ende. Ich sehe jetzt erst, dass der Schneckenschleim auf der Bahn ist. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, das Detail. Ich verstehe es nicht. Ich habe halt nichts gemacht. Ich habe hier wirklich nichts gedrückt. Gar nichts. Und SpongeBob wirft volle Kanne nach links. Was ist das? Hey, könnte es etwas sein, dass das Spiel nicht mehr so funktioniert, wie es mal sollte? Ist nur so eine Theorie. Ich wollte das unbedingt mal als Folge machen. Ich ziehe das jetzt durch hier. Ja. Oh Mist. Komm, wenigstens besser als 470. Ich weiß noch nicht, wie der Multiplayer funktioniert. Wir hatten vorhin einen mal 3 Effekt. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich da wieder sowas kriegen werde. So, von den Würfen an sich sieht es ja gut aus. So. Die Quallen, waren das die Quallen, die gut. Eigentlich dürfte ich mich gar nicht ärgern, dass das passiert. Ich hab's halt wirklich nicht selber in der Hand, was dir passiert. Es ist mehr oder weniger Glück, ob die Kugeln dahin rollen, wo sie sind, wo sie hin sollen. So, jetzt los. Dauert dann wieder einen Strike. Boogie, boogie, ja, toll, so jetzt, oh ja, Querholz. Ich drück einfach nur in die Mitte, einfach in die Mitte, einfach in die Mitte, ja. Ja, das Holz ist irgendwie doch scheiße, oder? Damit kriege ich nie den Strike. Das hört immer nur alles ab, was direkt davor ist. Aber nichts seitlich davon, das ist jetzt scheiße, das werde ich niemals erwischen. Oh, doch, doch, oh yeah. Patrick, shut the fuck up, man. Lass mich irren. Das kann nicht wahr sein. Ja. Los, geradeaus, geradeaus.
Menno. Das war jetzt nicht so geil, wie es hätte sein können, ne? Er wirft schon wieder. Ich habe nichts gedrückt. Ich habe gar nichts gedrückt. Er wirft automatisch. Was soll das? Ja. Immerhin kann man sagen, dass die Folge... Ja, gut. Man kann zumindest sagen, dass ich die Folge hochladen kann. Also wäre die komplett broken, könnte ich das Spiel gar nicht spielen, dann würde es nicht funktionieren. Aber so geht es ja einigermaßen. Auch wenn es jetzt gerade komplett wieder am Abspacken ist. Ja, übrigens, ich habe vergessen, in der vorherigen Folge einen Trierwitz zu bringen, ne? Und was hat denn Trier mit 444 zu tun? Ja, Mensch. Ich werde nicht näher darauf eingehen, das ist jetzt eine Referenz gewesen, die ich mal so stehen lasse. Und Feuer! Ja, und Feuer kam in dem entsprechenden Video auch vor, das ich gerade, auf das ich angespielt habe. Ein netter Mann, naja, nein, kein netter Mann, hielt dann eine Fackel hoch. Und ich glaube, alle vier hielten Fackeln hoch, oder? Aber gut, genug davon. Ich habe keine Power-Ups erwischt. Lass die Power... Oh, doch, dort ein Stern und die Qualle, ja. So, letzter Wurf, dann sind wir erlöst. Ich meine jetzt vor allem von dem Geräusch, was Patrick da die ganze Zeit macht. 149 und multipliziert. Komm, besser als 471, besser als 471. Was ist denn 642,6? Die 3,4. Ja, Patrick, ich bin begeistert. Schauen wir uns doch mal die Highscores an. Das ist ja komisch. Wie auch immer. Morgen kommt die nächste Folge und dann, ja, schauen wir doch mal, was ich da auswähle. Bis dann, ciao.